Willkommen zurück zu Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Im letzten Spiel haben wir diesen Stein der Weisen gefunden. Und ja, wir haben gerade ein ziemlich scheußliches Wetter, meine Güte. Boah. Ja, jetzt schauen wir doch mal, was wir mit dem anfangen können. Okay, zeige den Weg. Gut, das Licht wird halt gedunkelt. Jo, schön, okay. Und das war's jetzt. Aufgabe ist abgehakt. Kommt da jetzt noch was nach? Ja, die zeigt auch noch auf die Richtung. Dachte es vielleicht irgendwie, wenn jetzt den Weg weiß, Licht, dass das irgendwo anders hin zeigen würde, aber. Nee. So geht's nicht. Komisch. Und wenn ich nochmal F drück vielleicht? Der Pfad ist offen. Ah, okay. Aufs Einfachste kommt natürlich echt nicht. Einfach nochmal F drücken. Ah ja. Aha. Das wäre eigentlich groß genug, damit ich reinlaufen könnte. Das mache ich mal. Aha. Oh, aha. Oh, die Stelle kenne ich aber. Die kommt mir bekannt vor. Das sind alles andere als auch Steine der Weisen. Und kann ich mit euch was anfangen? Nee. Ich kann mir auch schon denken, dass ich die in der Spielwelt nach und nach alle freischalten müsste. Und habe dann hier so eine Art, ja, Teleportationsraum, von dem ich von einem Spielfeld zum anderen kommen kann. Du siehst ziemlich eisig aus. Okay. Ja. Gut, du bist der Einzige aus. Und ah ja, dich kenne ich doch. Hallo, Eri. Mal schauen. Jo. Dann ist das wirklich wie so eine Art, ja, Busbahnhof, mit dem ich von einem Spielfeld zum anderen komme. Okay. Gut zu wissen. Ist ja schon mal ganz nett. Weil man muss ja im Spiel schon arg viel laufen und ersparen einem diese Steine, wenn man sie denn findet und offen hat, doch einiges am Weg. Aber wenigstens hat jetzt auch der Regen aufgehört, der Mond scheint wieder schön. Jupp. Gut, aber jetzt muss ich echt mal überlegen, wo ich lang gehe. Wenn ich hier weiter durchgehe, komme ich eigentlich nur wieder zurück ins Anfangstal. Das ist bei dem See, an dem ich die Angel erhalten habe. Das Ausrufezeichen da oben. Ich befürchte, das ist das, wo ich diese Wasserquelle freilegen müsste. Aber für den brauche ich einen fünften Geist. Und ich denke, ich laufe jetzt einfach doch mal den Weg weiter. Mal schauen, wo ich noch hinkomme. Na, dich lasse ich mal. Und aha, das Licht da oben, das ist aber nicht Fermend. Nee, das wäre wirklich weiter im Osten. Gut zu wissen. Mal schauen. War ich in der Ecke? Doch dich da unten kenne ich. Du bist einer, den ich als Landarbeiter anheuern könnte. Aber da oben dieses Licht. Vor allem, das kommt nicht von Düsternis. Da schaue ich doch mal kurz noch nach. Jo, dich lasse ich jetzt hier links liegen, wortwörtlich. Und, ah ja, gut, hier komme ich hoch. Jo, aus. Ich komme ja schon. Okay, da hat's. Ah, diese Steuerung. Ach, sie nervt manchmal echt. Händler? Das wäre jetzt neu, aber okay. Falle stellen. Pelz? Ich habe eigentlich nicht vor diesen Tieren hier was zu tun, hey, jo. Menno? Boah. Also, ob ich das wirklich machen möchte, weiß ich nicht. Ich finde die Tiere im Spiel viel zu knuddelig. So, mal schauen, habe ich hier noch irgendwas?
Da war doch gerade ein Leuchten, wenn ich es richtig gesehen habe. Hm. Schon jetzt? Hm. Ich könnte noch ein paar von den anderen Frage- und Ausrufezeichen. Ah, du bist auch ein Stein der Weisheit. Gut zu wissen, was du bist. Keine Ahnung. Hm. Gut, aber jetzt schaue ich mich erstmal im Inventar um, was es mit dieser Falle auf sich hat. Erstmal finden. Das sind die ganzen Sachen zum Essen. Nee, Schreiner. Obwohl eigentlich. Da ist ja noch gar nichts drin. Nee, schon dreimal nicht. Muss dann doch ganz vorne sein. Bin ich jetzt. Ach, da! Ach, gut, okay, direkt eine bauen können. Aber ich weiß ja echt nicht, ob ich die einsetzen möchte. Das behagt mir gar nicht, jetzt irgendwie Tiere zu fangen, denen ins Fell abzuziehen. Himmel nochmal, ey. Menno. Gut, ich schaue mir jetzt erstmal dieses Fragezeichen an. Das ist ja ziemlich in der Nähe. Wenn ich Pech habe, ist es nur wieder eine weitere Düsternis. Aber danach sieht es nicht aus. Aha. Okay, ah. Quelle, na. Ups. Ah, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reinspringen. Ja, Schande. Aha. Das ist ja auch interessant, dass es neben den Steinen der Weisen nochmal so ein Teleportationssystem gibt. Wo bin ich da dann rausgekommen? Das ist ja nun wirklich ganz weit weg. Aha. Hat auch direkt ein Fragezeichen hier links in der Nähe. Ah ja, auch eine ganz andere Umgebung gleich hier. Andere Blumen natürlich wieder mal. Und da dieser Bambus. Aha. Und diese. Ist das jetzt eine Steinfigur, oder? Also mit dem Bambus kann ich nichts anfangen. Hm. Oh, und hier wird es ja ziemlich karg und kalt gleich. Wow. Okay, gut. Da habe ich wenigstens jemanden, den ich besuchen kann. Der ist auch Händler, sehe ich ja schon. Und oh, der Wind pfeift hier natürlich ganz schön. Ah, Vögel oben. Gut. Ach nee, was bist du denn? Goldig? Ups, durch dich kann ich durchlaufen. Könnte ich dich denn vielleicht fangen? Aber wie schon gesagt, ich möchte es gar nicht. Menno. Boah, und jetzt wird es natürlich wirklich eisig. Wow. Mit dir kann ich nichts machen. Und was seid ihr, Eisbären? Ein Fluffjunge, okay. Aha. Sieht zwar eher ein bisschen aus wie ein blasser Bernhardiner, aber anfallen tut er mich schon mal nicht. Und gut, probiere ich dann trotzdem mal das mit der Falle aus. Schön, was mache ich jetzt? Läufst du einfach rein, was ja sehr praktisch wäre. Obwohl, du bist schon ein bisschen arg groß für die Falle. Hm. Also keine. Ups, oh, ich habe zwei gebaut. Das wollte ich ja gar nicht mal. Keine Ahnung, was ich jetzt mit diesen Fallen überhaupt genau machen soll. Oder wie ich die einsetzen soll. Ah, das ist schon ziemlich kalt hier oben, die Gegend. Dann schaue ich mir jetzt doch mal das eine Haus hier an. Ups, nee, nicht ins Eiswasser springen, das muss ja nicht sein. Kann ich hier rüber? Na, jo, doch geht. Ah, da wäre der Weg reingegangen. Okay. Baumpflanzen. Nö, muss jetzt nicht sein. Gut, Töpferei. Vier Ton, ein Tontopf. Sehr schön. Wobei ich ja befürchte, dass man auch hier wieder diesen Tontopf nur zum Handeln oder für irgendwelche Aufgaben nehmen kann. Ja, ich könnte ihn sogar hier direkt kaufen. Und nicht dafür nutzen kann, wofür ein Tontopf eigentlich vorgesehen wäre, Sachen drin zu lagern. Und ich habe da eigentlich jetzt schon fast keine Lust mehr, mal einen zu bauen. Vor allem nicht, wenn ich ihn auch gleich kaufen könnte. Und, oh, ja, okay, hier ist das Teleportationstor. Ich denke, ich nutze das heutige Spiel, mich einfach hier mal kräftig umzuschauen. Ich gebe es zu, ich habe eigentlich schon beschlossen, das Let's Play nach dem heutigen Video nicht fortzusetzen. Da müsste jetzt heute wirklich noch was passieren, was mich echt davon überzeugen würde, dass es sich lohnt, das Spiel noch weiter zu spielen. Es ist ein nettes kleines Adventure, grafisch wunderschön gemacht, keine Frage.
Aber auch für ein Abenteuerspiel sind mir die Aufgaben viel zu simpel. Also meistens irgendwelche Sachen. Okay, mal schauen, ob ich mit dir was anfangen kann. Von Ausrufezeichen. Ah, okay. Endlich habe ich mal wieder genügend Geister, um diese Düsternis zu entfernen. Klasse, sehr schön. So, jetzt mal schauen. Und wieder eine Steinbrücke. Ja, und ich nach wie vor keine Ahnung habe, wie ich einen Steinbogen oder eine Steinsäule bauen kann. Also was sollen solche Aufgaben, die sich dann nicht mal bewältigen lassen, die vielleicht für irgendwann mal im Spiel verschoben sind. Gut, okay, hier im Norden, da hätte ich vielleicht auch nicht so bald hinkommen müssen. Aber diesen Steinbogen kann ich ja schon unten da bei der Fähre bauen. Theoretisch, wenn ich wüsste, wie es geht. So, jetzt bin ich aber echt wirklich oben am Ende der Welt angelangt. Und da sind aber auch gleich Fragezeichen. Okay, jo, das ist ein eigenes Gebiet, eigenes Gebiet. Und mal schauen, wo ich da jetzt. Oh, das ist ja auch hübsch da oben. Hinkommen. Ah, das dürften die Fragezeichen. Ja, klar, logisch. Das sind die Fragezeichen. Schön, kleines Dorf. Aber ich denke, auch da wird es wieder mal ein paar Aufgaben haben, die mich alle nicht wirklich weiterbringen, die eigentlich nur zum Zeittotschlagen gedacht sind. Es gibt ja bisher eigentlich nur eine Aufgabe, die mich in der Geschichte wirklich weiterbringen könnte. Und das ist die von einem alten Mann in der Wüste, der möchte, dass ich die Wasserquelle. Oh, was bist du denn? Ein Drache oder ein Seepferdchen? Ja. Der möchte, dass ich die Wasserquelle in der Wüste repariere. Alle anderen Aufgaben. Hol hier was, sammel da was zusammen, bau hier was zusammen. Die bringen mich nicht weiter. Ich kann die Sachen ja nicht mal für meinen Bauernhof einsetzen. Denn auch der ist letzten Endes völlig überflüssig. Optisch ist es echt schön anzusehen. Also wer auf Knuddelgrafik steht, der bekommt hier wirklich was Schönes geboten. Und wenn es mal im Angebot sein sollte, dann spiel vielleicht mal rein. Okay, was hast du hier zu sagen? Ups, okay. Ach, die Falle nehme ich gleich wieder mit. Sag mal, ich wollte mit dir sprechen, nicht die Falle aufstellen. Hey du. Nee, bin ich nicht. Ah ja, ich hätte einen Bart. Kann ich dir den dann gleich geben? Gut. Die Nachbarin der Cousine von Macys Freundin. Ja, nee, klar. Und Geisterfische-Eintopf. Ja. Und. Gut. Aber jetzt ernsthaft, die Aufgabe nervt mich jetzt gerade schon wieder. Ich habe einen Bart dabei. Den kann ich jetzt nicht geben, so wie es aussieht. Und jetzt brauche ich für einen Bart diesen Geisterfische-Eintopf. Und ich würde wetten, dass ich diesen Geisterfische-Eintopf nur für diesen einen Zweck brauche, ihr einen Bart anzuheften. Und für nichts anderes. Ich kann mit Sicherheit verkaufen, aber toll, schön, dafür kann ich auch Steine verkaufen. Ja, und auch da. Wenn es wenigstens ein Warnsystem gäbe, ein vernünftiges, dass man sagen würde, okay, hier gibt es einen Mangel, hier gibt es einen Überbedarf, dass ich tatsächlich auch vernünftig im Handel was im Spiel machen könnte. Also ich sag ja, das Spiel nutzt sein Potenzial leider überhaupt nicht aus. Die Aufgaben sind letzten Endes viel zu simpel. Und es gibt ja leider nicht mal ein Kampfsystem, dass man damit was zu tun hätte oder seinen Frust auch mal ein bisschen rausschlagen kann. Ja. Schön. Jetzt habe ich einen Turmtopf weder bauen noch kaufen müssen. Ich habe ihn einfach hier gefunden. Klasse. Und das war jetzt ein ironisches Klasse, Leute. Oh gut, du hast nämlich einiges sogar hier zusammen wenigstens. Ah, wäre mal schön, wenn ich irgendwo auch mal diese Steinteile vielleicht kaufen könnte. Ich werde mit Sicherheit irgendwo im Spiel nochmal einen Stein mitfinden, aber wenn ich die beim Händler kaufen kann. Aha. Krimskrams. Okay. Gut. Wenn ich wüsste, wofür ich den brauchen kann. Meinetwegen. Noch ein Landarbeiter. Gott, nochmal, bekomme ich hier viele Landarbeiter in diesem Dorf? Gut. So, glaube mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Siehst ja auch ein bisschen schräg aus. Nachbarfreund des Vetters, ja. Oh, gut.
Das sollte natürlich nicht sein. Ah ja, noch einer mit Ausrufezeichen. Okay. Moment, hallo? Ups, das ist aber ein schöner Bug. Okay. Kann ich da vielleicht diese Stiege hochspringen? Dann, ja, das klappt. Okay. Na, schöner Bug, Leute. Jo, ich komme hier schon, ich komme hier schon. Nein, keine Ahnung. Mhm, ich bin begeistert und angenehm überrascht. Ja, natürlich will ich der Brauergilde beitreten. Mhm, mhm. Jo, ich sehe es auch ganz deutlich. Mhm. Die Zeliumblumen hätte ich ja sogar. Die Blaubeeren bräuchte ich irgendwo her. Kann ich in diesem Trog etwa angeln? Hier sollten Sachen gebraut werden und keine Fische schwimmen. Was ist das denn? Hier oben in meinem Bier schwimmt ein Fisch rum. Da sind tatsächlich Fische. Okay, ja, gut. Also angeln wir im Brautrog nach Fischen. Vor allem müsste ich erstmal vernünftig sehen können. Ah ja. Boah, das ist ja durch dieses Rumgespudel echt schwer zu erkennen. Doch eingefangen. Gut. Na, ja, meinetwegen. Fein. Okay, jetzt könnte ich also auch was brauen, höchstwahrscheinlich demnächst. Zumindest, sobald ich der Gilde beigetreten bin. Aber wirklich weiter wird mich das auch nicht bringen. Ah, jetzt ist der Bug nicht mehr da. Okay, sehr seltsam. Gut, aber ich denke, das war's mal hier in dem Dorf. Und ich schaue mich hier einfach mal weiter um dann. Ah, da unten diese Kringel. Okay. Aha. Bartduell. Ich soll hier doch erstmal diesen Geisterfisch besorgen. Gut. Komm raus mit mir. Ich schaue mich erstmal weiter draußen um. Ah, schon schön eisig. Aber auch da wäre es jetzt einfach nett, wenn ich irgendwie für die Region dann wenigstens festere Kleidung brauchen würde. Auch das ist eine verschenkte Möglichkeit in meinen Augen. Nun, mal schauen, ob ich dich hier irgendwie auflösen kann. Ups, na. Und auf ein neues. Na. Vorsicht und hoch. So. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, an wie vielen Stellen ich diesen fünften Geist gebrauchen könnte. Und ich einfach keinen blassen Schimmer habe. Aha. Was willst du denn? Goldminze. Diese Goldminze hätte ich gebraucht bei diesem Vater mit seinen beiden Kindern, wenn ich es richtig weiß. Was fange ich jetzt hier damit an? Das ist doch Unsinn. Weil ich habe sonst irgendein Tagebuch voller unerledigter Aufgaben, die sich alle nur dadurch lösen lassen, dass ich von links nach rechts, von oben nach unten, vor und zurück laufe. So, jetzt komm du, Herr Diktor. Was kann ich dir denn geben? Na gut. Gut, siehst ja schon ein bisschen bescheuert aus. Entschuldige, Kleiner. Moment, nur. Aber trotzdem, ein großer Bernhardiner, der am Volk soll jetzt auch nicht stören. Aha. Jo, 6 Geister. Eine Menge kleine Pinguine. Auch noch eine Skulptur, ja, doch, auch nochmal. Aber auch nichts. Ja, da ist ja wirklich echt nichts mehr. Also ich denke, damit ist echt das Ende der Fahnenstange erreicht erstmal. Ja, weiter im Norden geht's echt nicht mehr. Ups, du bist immer noch da. Okay. Hast eine etwas fiepsende Stimme, Kleiner. Oh, eine Tür. Aha. Oh, das ist ins Eis geschnitzt. Da taucht aber auch nichts auf, nicht mal ein Hinweis. Auch nicht bei diesen beiden, ja, Säulen oder was.
Na gut, komm mit, Kleiner. Jo, Düsternis. Viel, viel Eis. Gut, okay, ich erkundige jetzt einfach mal die ganze Stelle hier. Weil ich denke, so weit vom Startpunkt entfernt sollten hier auch so mit die spannendsten Elemente sein. Wobei ich mich ja auch frage, warum ich durch diesen Teleportationsbogen da eigentlich so einfach hinkommen kann. Na, mal schauen. Oh, ja, und dafür bräuchte ich jetzt nur einen Geist. Also irgendwie fehlt mir echt wirklich ein bisschen die Spiellogik. Aber gut, soll mich jetzt nicht stören. Türkisfarbenes Shampoo. Ich glaube jetzt nicht, dass ich meine Haare blau färben möchte. Boah, jetzt regnet es und wird auch gleich Nacht. Ein Stein der Weisen. Da war ich doch gerade in der Ecke. Ja, tatsächlich. Wo habe ich den denn übersehen? Ne, oben rum. Das war ja gerade diese Stelle mit der ins Eis geschnitzten... Ja, Tür war es ja nicht. Okay, aha. Gut. Da hätte ich mal noch hier oben lang können. Jo, nochmal was von der. Brauche ich aber eigentlich auch nicht mehr. Gutes Herz habe ich auf jeden Fall. Das ist wahr, das ist wahr. So, dann geh mal auf, du. Jo. Gut. Ich denke mal, dass du auch der Einzige hier im Norden sein wirst. Jo, das ist echt dieses komische Bartgebiet. Und da hinten mit dem Ausrufezeichen frage ich mich ja auch noch, was es soll. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier reingehe, dann sollte ich ja wieder... Jo, genau da landen. Und... Jo, ihr seid alle noch zu, ihr beiden jetzt offen. Und ganz klar, da werde ich also in jeder Region so einen Kopf finden. Man sieht es ja auch schon an dem Baum, der auf ein anderes Klima hindeutet. Gut, erstmal zurück mit mir. Und... Ah ja, eben, diese große Ruine wollte ich auch gerade eben schon erkunden. Wobei sich jetzt in den ganzen Kisten noch nie was groß Außergewöhnliches befunden hat. Aber gut, wenn ich schon mal da bin, so, nehme ich mit, was ich tragen kann. Oh, die Bretter kann ich auch so schlagen. Das hatte ich aber auch noch nicht bisher. Okay. Die auch? Gut. Jo, erstmal die Kiste noch. Und, Lupe? Oh! Aha, ein Tagebuch. Ah, doch mal was Neues zur Abwechslung. Gut zu wissen. Ah ja. Okay. Dachte ich mir schon, dass die alle in die Wüste gegangen sind. Du sagst es doch nichts anderes. Schade. Dich noch wenigstens. Ein paar Büschel, Zweige, okay. War da noch was? Ne, das war jetzt nur das Tagebuch nochmal. Gut, dann mal schauen. Da könnte ich weiter auch. Und da unten sehe ich was. Ich kann es mir fast schon denken. Yo, eine Katze. Ja. Also, wenn ihr ein Spiel wollt, in dem ihr viele, viele, viele kleine süße Katzen finden könnt. Oh Gottchen, was machst du denn da oben? Gut, Junge, lauf doch weg. Nicht vor Kälte bibbern. Wenn ihr ein Spiel sucht, in dem ihr viele, viele kleine Kätzchen findet und das eigentlich überhaupt nichts zum Spiel beiträgt, dann ist Yonder auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Wieder dieser große Eisbärhund. Jo. Wieder ein bisschen Goldminze. Okay, da kamen die Düsternis vom Wolkenfänger ja deutlich schon in der Ferne sehen. Und ja, jetzt komme ich hier tatsächlich doch auch direkt durch.
Haben wir schon. Ja, fünf Geister. Ah ja, ein bisschen Erz kann ich abbauen. Aber ich sehe schon, ich komme jetzt hier dann doch durch. Bis zu der Stadt, an der die Fähre liegt. Nur wenn ich jetzt sowieso schon durch die Steine der Weisen und diesen Teleportationsbrunnen in den Norden kommen kann. Jo, da komme ich direkt auf die Stadt zu. Warum soll ich diese Brücke dann eigentlich reparieren? Das ist so unsinnig wiederum, dass auch eine Spielmechanik, das ist echt nicht durchdacht. So eine Brücke müsste die einzige Möglichkeit sein, erstmal um weiterzukommen und mir nicht noch andere Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, um mir die Aufgabe völlig unnötig zu machen. So, den Hammer rausgeholt und das Fass zerlegt und jetzt auch noch die Kiste. Und hier kann ich die Planken nicht zerschlagen. Die Ruine da oben war schon was Besonderes. Ja, und jetzt auf meinem Weg zurück kann ich eigentlich schon wirklich sagen, dass das heute das letzte Video war. Es ist ein grafisch schön gemachtes Spiel, keine Frage. Und es würde unglaublich viele Möglichkeiten bieten, wenn es das Spiel vorsehen würde. Mal schauen, kann ich hier vielleicht sogar den Fluss rüberspringen? Das wäre ganz absurd, weil dann bräuchte ich die Brücke ja schon dreimal nicht. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. Ups, nicht ertrinken, Kleiner. Ja, doch, nee, geht. Also, wozu die Brücke bauen? Ja. Das passt einfach wirklich ins Spiel mit rein. Es hat herrliche Ansätze. Es ist grafisch schön umgesetzt. Hat aber eine nervige Steuerung. Aber wie schon gesagt, all die Sachen, die man machen könnte. So, probiere ich bei euch nochmal die Falle aus, vielleicht wenigstens. Stell ich dich mal direkt vor die Nase. Und lauft ihr jetzt einfach rein, weil ihr würdet von der Größe noch irgendwie hinpassen. Oder soll ich euch was zu essen geben, dass ihr mir dann mal quasi nachlauft und in die Falle reintappt? Was ja schon äußerst fiese wäre, immer noch mal, ey. Boah. Gut, probiere ich es mal. Mit Liebe gefangen. Du schaust auch nur desinteressiert dran vorbei und kommst einfach hier lang. Jo, ist jetzt auch irgendwie der passende Abschluss für meine Videos. Also, wenn es mal im Angebot ist, gönnt euch, schaut rein. Ich kann nicht viel damit anfangen. Ich bin eher enttäuscht von den ganzen fehlenden Möglichkeiten. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dann.